Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Romance-Look schminken. Mal schauen, wie wir das so hinkriegen. Dafür habe ich die Orchid Dusk Palette von Catrice. Ein ganz, ganz neues Produkt, was mir zugeschickt wurde von How Cosmetics. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Dann wollte ich auch noch dieses Perfect Match Mineral Powder Make-up Tüllü von L'Oreal ausprobieren. Ja, und so das ein oder andere. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und zuallererst setze ich meinen wunderschönen Blumenhaarreib auf, den ich dir selbstverständlich, wie auch ungefähr alles, was ich hier so verlinken kann, Pinsel und alles, unten in der Infobox verlinke. Schau gerne mal vorbei. Ich habe heute Morgen mein Gesicht eingecremt. Das ist jetzt so gut 3 Stunden her, seitdem habe ich mich noch nicht geschminkt. Das war jetzt mein Hund, falls ihr den gehört habt. Der hat sich gerade geschüttelt. Also, ich starte mit einem Primer. Da habe ich von How Cosmetics einen Primer zugeschickt bekommen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das einzige Produkt von der Marke. Indigo Child Pearl Shine Elixir. So sieht die Verpackung aus. Und ihr seht hier ja auch diese Feder drauf. Das Produkt ist nämlich angehaucht von dem indianischen oder von den Amazonas-Indianern, sage ich mal. Oder Ureinwohnern des Amazonas. Es ist einfach wunderschön, oder? Ich finde das richtig, richtig hübsch. Also es sieht unfassbar dekorativ aus, kommt mit einer Pipette daher und das soll der Haut wirklich einen schönen Glow verleihen. Das heißt, du kannst dieses Elixier sowohl mit als auch ohne Foundation verwenden. Das heißt, das ist auch so eine Art Primer. Also das ist ein Primer. Oder wenn du einfach deine Foundation etwas mehr glowy machen möchtest, kannst du das auch ganz einfach mit in die Foundation reinmischen. Ich habe jetzt ja natürlich gerade durch die Puder-Foundation keine Foundation, wo ich es reinmischen kann. Deswegen benutze ich das als Primer. Und hier steht es auch nochmal drauf. Entdecke mit How Cosmetics das verborgene Wissen indigener Völker. Erlebe Pflanzen voller Kraft und Energie. Roter Sonnenhut für ein ebenmäßiges Hautbild. Guarana und Hyaluron für ein frisches Aussehen. Perlglanzpigmente sorgen für ein strahlendes Finish. Und ich habe auch irgendwas mit Echinacea gelesen. Also da sind wirklich unfassbar tolle Inhaltsstoffe drin. Da bin ich echt gespannt. Und das ist eine Firma, die kommt aus Aachen. Das ist parabenfrei, silikonölfrei, paraffinölfrei. Ich rede hier so viel. Und dann habe ich hier auch noch ein handgeschriebenes Kärtchen mitbekommen. Echt mega geil. Liebe Claudia, hier ist dein Pearl Shine Elixier von How Cosmetics. Wir wünschen dir viel Freude beim Testen. Liebe Grüße, Leander Sacher. Also das ist doch richtig schön. Handschriftlich geschrieben, ne? Richtig cool. Awaken your aura. Ja, dann werde ich meine Aura jetzt mal so ein bisschen erwecken. Ich schüttel das mal, weil ich irgendwie alle flüssigen Produkte gerne vorher einmal schüttel. Öffnen wir das mal. Es ist so hochwertig. Das ist eine Glaspipette hier. Ein Glasfläschchen. Wunderschön, oder? Die Pipette ist... Pipette ist auch so ein bisschen nach vorne so gebogen. Das ist dann auch immer ganz praktisch. Dann kannst du es dir einfach besser auftragen. Habe ich aktuell bei meinem Gesichtsöl auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon nehmen muss. Ich mache mir mal erstmal so ein bisschen was hier drauf, wie ich jetzt auch mein Gesichtsöl auftrage. Da trage ich mir immer auf der Stirn und auf die Wangen jeweils einen Tropfen auf. Und dann läuft das schön. Also ihr seht, es hat eine flüssige Konsistenz, aber jetzt nicht so ultraflüssig. Das heißt, man kann es jetzt immer noch schön verteilen. Das mache ich jetzt mal. Boah, das fühlt sich schön an. Und das riecht gut. Oh, das fühlt sich wirklich toll an. Es hat so einen leichten rosa Glow, würde ich fast schon sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, das tatsächlich auch so einfach zu tragen, ohne dass man eine Foundation drüber macht. Weil es macht das Gesicht einfach so jetzt ein bisschen frischer, ne? Das gefällt mir. Und das zieht richtig toll ein. Wow. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen was aufs Kinn und auf die Nase. Also den Geruch finde ich ultra. Boah. Und das zieht so schnell ein, das ist echt wahnsinnig schön. Du hast jetzt nicht irgendwie so dieses Silikongefühl oder diesen Ölfilm oder so. Du hast einfach eine gepflegte Haut und das mag ich wirklich gerne. Das sieht gut aus. Dann mache ich mir noch mal eben ein bisschen was auf den Hals. Aber das muss ich so auf den Finger erst tippern, weil ich das einfach immer mache. So sieht das übrigens dann auf dem Finger aus, ne? Schon cool. Ich mag diesen glowy Look. Das sage ich ja auch immer wieder, weil ich mag das, wenn ich diese Shine Pearls zum Beispiel nochmal übers Gesicht gebe und man einfach ein bisschen dieses leichte Feenglänzen hat, ne? Nicht zu extrem, aber so ein bisschen darf sehr gerne sein.
So, jetzt könnt ihr euch das mal von nahem angucken. Also meine Haut sieht echt schön gepflegt aus. Das verleiht Ausstrahlung auf jeden Fall und gefällt mir. Es riecht gut, es fühlt sich richtig schön auf der Haut an. Kann ich mir echt gut als ganz normal unter der Tagespflege, über der Tagespflege, wie auch immer, sehr gut vorstellen. Oder keine Ahnung, als Gesichtsserum kann man das auch bestimmt sehr gut nehmen. Ja, das gefällt mir schon mal richtig gut. First Impression bestanden. So, jetzt testen wir mal zusammen hier von L'Oreal dieses Perfect Match Mineral Powder aus. Oder Perfect Match Minerals Hautbildverbesserndes Puder Make-up. Das habe ich ja in der Farbe 1R1C Ivoire Rosé, Rose Ivory. Und hier habe ich ja auch den passenden Puderpinsel dazu. Beides verlinke ich dir mal unten in der Infobox. So, dann kann man das aufdrehen. Okay, das ist erstmal ein Riesendeckel. Wie viel Gramm hast du denn da drin? 10 Gramm. Okay, das ist echt nicht die Welt, ne? Okay, es riecht einfach nach Puder. Da muss man richtig mit dem Pinsel so reindrücken, weil das Netz ist halt flexibel, um da überhaupt Produkt rauszukriegen. Und dann gebe ich mir das mal auf mein Gesicht. Also man muss echt richtig derbe rein, sonst kriegst du da fast nichts an Produkt raus. Aber es passt sich wirklich schön an. Also das sieht schon jetzt relativ cool aus. Ein bisschen hell. Jedenfalls erscheint mir das sehr hell, aber wir haben ja nachher noch Bronzer, um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich vorher diesen Glowy Primer verwendet habe, funktioniert das ganz gut zusammen, sodass man da so ein bisschen ja, die verschiedenen Sachen in der Art und Weise miteinander verbindet, dass es zwar mattiert ist, aber jetzt nicht irgendwie totmatt und glowy, aber nicht zu glowy. Also ich glaube, dass die beiden Produkte richtig super zusammen funktionieren. Ich glaube, das wird was. Ich versuche das auch mal so ein bisschen noch aufzubauen und schau mal, ob das vielleicht die Deckkraft in dem Sinne erhöht. Weil ich finde die Deckkraft doch sehr, sehr leicht. So sieht die Foundation dann von nahem aus. Also ich muss sagen, dass es nicht aussieht, als hätte ich Foundation drauf. Das ist cool. Die hat mich jetzt natürlich ein bisschen heller gemacht, weil es, ich glaube, auch eine sehr, sehr helle Nuance ist, die ich mir da ausgesucht habe. Aber es gefällt mir. Du hast nicht so diese typischen Foundation-Ränder oder wie auch immer. Und es fühlt sich auch nicht so an, als hätte ich mir jetzt eine Puder-Foundation oder eine Foundation an sich drauf gemacht. Also es fühlt sich an, als wäre es halt meine Haut. Es ist aber halt meine Haut in sehr ebenmäßig und gepflegt. Es ist echt Wahnsinn. Aber wie gesagt, halt sehr hell, ne? Aber das werden wir noch mit Bronzer und so weiter ein bisschen ausgleichen. Das ist ja kein Problem. Also auch wenn die Foundation vielleicht etwas teurer ist als jetzt eine Drogerie-Foundation, so Essence oder sowas, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Ich weiß nicht, ob es noch andere ja, so Mineral-Foundations gibt. Muss ich mal schauen. Aber die fand ich eigentlich ganz cool. Der Pinsel muss jetzt nicht unbedingt sein, glaube ich. Ich meine, der passt jetzt perfekt rein, ja, aber er verliert hier echt Haare, ne? Das ist ein bisschen doof. Der Pinsel ist jetzt auch nicht so ultra günstig. Und dadurch, dass man den halt so doll reindrücken muss, ist das halt ein bisschen blöde. Qualitativ nicht so ultra. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ah, jetzt, wenn ich mein T-Shirt da so vorhalte, so dunkler Hintergrund, dann sieht man die hellen Haare auch, ne? Ja, total high class hier bei mir, ich sag euch das. Als nächstes verwende ich den Hey Honey Concealer, den mag ich sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt, ob diese Foundation, diese Puder Foundation, sich mit einem flüssigen Concealer verträgt. Und den möchte ich gerne auftragen mit dem Leni Brush Concealer Buffer. Den hatte ich in meiner Mystery Bag mit drin. Ich habe jetzt erstmal nur ein bisschen drunter gemacht. Der Concealer-Buffer ist aber ganz nett. Ich gucke immer hier unten rein, weil da habe ich meinen Spiegel stehen. Und sehe dann halt so etwas mehr, was ich tue, ne? Im Display sieht man das nicht so gut. Der Concealer ist ein bisschen zu gelbstichig jetzt gerade für mich. Ich hatte den letztens mal verwendet mit einer Foundation, die tatsächlich auch ein bisschen dunkler war. Da hat das etwas besser funktioniert wie jetzt. Also ich finde, Concealer und Foundation vertragen sich leider nicht so gut, weil der Concealer dann eher auf der Foundation liegt und sich nicht mit ihr verbindet. Das ist ein bisschen blöd, das nervt ein bisschen. Ich denke, dass bei dieser Mineralpuder-Foundation man tatsächlich als... Man muss die Reihenfolge ändern. Genau, dass man halt quasi erst den Concealer aufgibt und dann die Foundation. Ich glaube, das ist besser. Die Foundation ist eine Puder-Foundation, deswegen muss man die nicht setten, aber den Concealer muss ich setten. Denn ich merke schon, wie er hier oben so in die Fältchen kriecht und sagt, hallo, ich möchte da rein.
Tag der offenen Tür und hier unten drunter auch. Dann nehme ich mir so ein Pinselchen, etwas festeren, nehme mein Essenspuder, was auch schon echt geil aussieht, oder? Aber gut, das benutze ich jetzt bis zum Erbrechen, bis es nicht mehr vorhanden ist. Weil ich möchte auch mal endlich ein Puderprodukt aufbrauchen. Man muss ja auch mal, ne? Genau, den verwende ich jetzt so ein bisschen, um unter meinem Auge zu setten. Also im Prinzip überall da, wo ich Concealer aufgetragen habe. Ich mache da jetzt keine fette Baking-Schicht oder sowas drauf. Das ist einfach jetzt nur, um da zu setten. Okay, ich sehe zwar immer noch aus wie eine Kalkleiste und dieses weiße mattierende Puder hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht, aber ich finde, dadurch, dass ich den Concealer jetzt gesettet habe, hat er sich dann doch wieder besser mit der Foundation verbunden. Wahrscheinlich Puder und Puder verträgt sich, ne? Der nächste Schritt sind nun die Augenbrauen. Die mache ich aber off-camera, weil ich finde, so viel kann man bei mir nicht lernen, weil ich bin nicht so der Augenbrauen-Master. Ja, deswegen mache ich das mal eben schnell. Dafür verwende ich übrigens den Catrice Cosmetics Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Der hat hier an der Seite einen Spoolie und an dieser Seite einfach einen Stift, den man anspitzen kann. Und um vorher meine Augenbrauen so ein bisschen zu verdichten und zu prime, benutze ich von Benefit den Brow Vaux Conditioning Primer. Das ist so ein Ding. Der kommt einfach hier aus so einem Viech. Das ist so gelartig dann, was da rauskommt. Und nachher, um das Ganze zu fixieren, von Benefit den 24-Hour Brow Setter von der lieben Mrs. X. Das ist ein Augenbrauengel. So, die Augenbrauen sitzen. Ich habe die jetzt wirklich, ne, so gezeichnet, wie ich es eigentlich schon irgendwie mag, aber ich mag nicht so gern Augenbrauen nachmalen. Und ja, ich habe das dann immer etwas natürlicher. Ich mag das auch, wenn man noch so ein paar Härchen sieht, wenn das irgendwie alles nicht ganz so aussieht wie ein Strich. Ne? Deswegen sieht es aus, wie es aussieht. Und wie ich immer so den Wing, nennen wir es so, den Knick entdecke, ist, ich mache so, warte. Kannst du das auch? Da oben wie auch immer dieser Muskel heißt, anspannen. Ich finde das ganz witzig. Als nächstes kümmern wir uns mal so ein bisschen um die Augen. Ja, vier Pinsel werde ich verwenden. Das ist hier so ein Blendepinsel von BH Cosmetics aus dem Rosebud Set, was ich dir unten mal verlinke, weil das ist echt gut. Dann hier von Glossybox ein Pinsel, das ist eigentlich ein Lippenpinsel. Aber ja, ich verwende solche abgeschrägten, flachen Pinsel gerne für unter mein Auge. Dann habe ich hier von Luvia, auch das Pinselset verlinke ich dir mal aus der Prime Vegan Reihe, so einen abgeschrägten, etwas fluffigeren Pinsel. Und noch einer von BH Cosmetics. Ich gucke mal, ob ich dieses beige Set noch finde. Ich weiß nicht. Ich habe das schon so lange. Das ist so ein Blendepinsel auch nochmal. Der ist ein bisschen fluffiger. Und selbstverständlich die Orchid Dusk Palette von Catrice. Da freue ich mich drauf. Ei, 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 ei. Ne? Wunderschön. Also, das wird jetzt ein sehr romantischer, roter Look werden. Zum Setten meines Augenlides verwende ich hier, also die Farben haben leider keinen Namen, diesen Ton. Ja, so ein bisschen peachig. Da ist der aber drauf. Ich klopfe den vorsichtig ab und gebe den auf mein komplettes Lid bis oben zur Augenbraue. Ich habe hier auf beiden Augenseiten immer so eine Ader. Die ist halt blau, die scheint immer durch. Da kann ich auch 10 Schichten Concealer drüber setzen, die werde ich nie abgedeckt bekommen. Deswegen habe ich da auch immer so einen blöden Schatten. Also ich hoffe, der irritiert euch nicht allzu sehr. Dann setze ich mir in die Crease tatsächlich diesen Ton hier oben. Das ist so ein dunkles Rot. Also ich mache das erst sehr unsauber und setze mir das quasi, dass ich das hier so ein bisschen runterziehe, so eine Art Kante schon mal vorbereite und dann hier so bis nach vorne hin durchziehe. Und dann wird das Ganze so ein bisschen mit diesem Pinsel auch ausgeblendet. Also die Pigmentierung ist da. Wie man so schön sagt. Ihr kennt das, aufgrund meiner Schlupflider gucke ich dann nochmal gerade in meinen Spiegel rein. Gehe dann sanft über meine Wimpern drüber, also die spüre ich dann quasi am Pinsel und ziehe das auch nochmal hier so ein bisschen höher, damit ich mir nochmal so ein bisschen, ja, das Schlupflid wegzauber. Wir haben heute hier ein Wetter, Leute, ich sag euch das. Es regnet, dann ist wieder Sonne. Dann regnet es, dann ist wieder Sonne. Und vom Himmel her, du hast hier eine Wolkenfront, die hier immer drüber zieht. Das ist der Wahnsinn. Also du weißt gar nicht, was du machen sollst. Wir wollten eigentlich nachher noch mit Sammy spazieren gehen. Das Problem ist nur, dass unser Hund leider extrem wasserscheu ist. Und wenn wir dann mit dem nach draußen gehen und es regnet, kannst du den hinter dir herschleifen. Das willst du dann natürlich auch nicht machen. Ich meine, wir haben ja einen großen Garten, da kann er dann auch laufen, ne? Also immer, wenn dann halt quasi Regenpause ist. Aber ja. Man merkt schon, dass er definitiv
nicht der größte Freund von diesem eigentlich Aprilwetter ist, was wir gerade haben. Um meine Crease jetzt zu vertiefen, gehe ich in den etwas dunkleren Ton, der jetzt in der Kamera gar nicht dunkler wirkt, glaube ich. Und ja, nimm ein bisschen mit dem Pinsel auf und verblende ihn auch vorher etwas vorsichtig abklopfen, weil ich weiß nicht, wie krass der jetzt wird, in meiner Crease und vertiefe das Ganze nochmal. Das mache ich so in vorsichtigen, kreisförmigen Bewegungen und achte halt auch immer darauf, dass ich die Crease dann halt auch ein bisschen höher ziehe, damit das Ganze dann ja ein bisschen höher aussieht. Also die Farben arbeiten schön zusammen, lassen sich super miteinander verblenden. Also du siehst von den Übergängen her, ist es echt nice und ich habe ja noch nicht ordentlich verblendet oder so. Das ist jetzt einfach nur drei Farben auf dem Auge und ja, funktioniert alles schon sehr gut zusammen, ne? Gefällt mir. Also ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus und jetzt bringen wir mal ein bisschen Glitzer, Glamour, Liebe mit in den Look. Ich gebe mir jetzt dieses lila schimmernde fast schon mit dem Finger außen auf die äußere Hälfte meines Auges, Augenlides. Die Farbe ist schön. Die gefällt mir gut, ne? So sieht das dann aus. Und dann gebe ich mir jetzt eine etwas hellere Farbe, und zwar dieses Rosa, in die Innenseite. Auch mit dem Finger. In die Mitte gebe ich mir diesen glitzernden Champagnerton oder schimmernden Champagnerton. Der fühlt sich, also die Töne allgemein, die fühlen sich butterzart an. Richtig schön. Und das gebe ich hier so auf mein Zentrum. Weil das dann halt auch nochmal das Auge optisch öffnet. Dann nehme ich mir hier diesen abgeschrägten Pinsel, nehme dann wieder diese Gold-Champagner-Schimmerfarbe und gebe mir die als Inner Corner Highlight. Mit einem sauberen Blendepinsel und dem Base-Ton von eben verblende ich die Farben eben nach oben ein bisschen. Dann wieder mit dem abgeschrägten Pinsel gebe ich mir das, was ich mir als Highlight aufgegeben habe und so weiter, bis zur Hälfte meines Lides von unten an den unteren Wimpernkranz. Ich presse das richtig schön dran. Also wenn man mit einem festen Pinsel in diese schimmernden Farben reingeht, dann krümmeln die schon sehr, weil die halt extrem weich sind. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel Produkt verliert. Ich gebe dann an die äußere Hälfte meines beweglichen Lides einfach diesen roten Ton, nehme ihn hier mit dem Pinsel auf und presse ihn richtig dran und ziehe ihn nach vorne durch. So ungefähr bis zur Hälfte, also bis zur Pupille quasi. Das hier auch immer ein bisschen hoch, um dann noch so eine schöne Kante zu kriegen und ziehe das dann nach vorne durch. Nach oben hin wird es verblendet. Na? So sieht dann der fertige Lidschattenlook aus. Ich finde es extrem romantisch mit dem Gold und dem Rot und ach, mir gefällt das. Und Fallout-technisch ist da ja nicht wirklich was zu holen, ne? Das finde ich auch cool. Also, liebe Leute, diese Palette solltet ihr euch definitiv mal angucken. Das ist ein geiles Teil. Nun ist die Zeit gekommen, um sich einen Eyeliner zu ziehen. Dann nehme ich The Wonderliner von Oriflame. Den hatte ich von der lieben Lea im Paket mit drin. Den schüttel ich einmal und trage ihn mir jetzt mal auf. Der hat vorne so eine feste Spitze und hat sehr viel Produkt dran. Deswegen muss man da auch sehr vorsichtig mit arbeiten. Naja, also ganz so zufrieden bin ich jetzt mit diesem Ergebnis nicht unbedingt. Ich komme mit dem Ding noch nicht so ganz klar. Lea, du hattest doch geschrieben, dass du damit den perfekten Wing ziehen kannst. Wie? Ich kriege das irgendwie nicht hin, weil die Spitze so dick ist. Naja. Aber so wollen wir es erstmal lassen und benutzen jetzt eine Mascara. Da habe ich von Benefit die Bad Girl Bang Mascara, die so ein bisschen aussieht wie eine Kaiserkrone obendrauf. Und ja, dann transformiere ich jetzt mal meine Wimpern in schön. Die Bad Girl Bang Mascara hat ein Gummibürstchen vorne dran, was sehr flexibel ist. Und ja, ich habe hier meinen Spiegel von der lieben Jana aus dem Tauschpaket. Ich finde, dass mit diesem Bürstchen jetzt aktuell noch, und ich habe die Mascara ja eigentlich schon ein paar Wochen in Verwendung, sehr, sehr viel Produkt mit rauskommt. Deswegen streife ich das immer so ein bisschen hier an der Seite ab, was natürlich doof ist und zeitaufwendig, aber
So kann ich sie anständig verwenden, anders geht's leider nicht. Diese Mascara ist eine waschechte Diva, denn sie weiß, dass sie geil ist, aber manchmal will sie einfach dann nicht zeigen, was sie kann. Das ist auch. Vor allem, wenn man mal eben schnell für die Arbeit sich Mascara drauf machen will, das ist furchtbar. Naja, ich habe es jetzt ein bisschen noch ausgebürstet und so sieht dann das fertige Ergebnis überhaupt so mein Augenlook aus. Also mir gefällt es ganz gut. Mir gefallen ehrlich gesagt sogar heute mal meine Augenbrauen ausnahmsweise. Und jetzt bringen wir mal so ein bisschen Farbe in mein Gesicht. Dafür verwende ich dieses Produkt hier von iHeart Makeup, iHeart Definition. Das hatte ich in meiner Mystery Bag, Goodie Bag letztens dabei, als ich bei Cosmetic for Less bestellt habe. Und zwar ist das so ein kleines Palettchen, das sieht so aus. Und da hast du, wenn man es aufkriegt, so Blush, Bronzer und Highlighter in einem. Und tatsächlich, hier unten seht ihr übrigens, wie es hier auf meinem Tisch aussieht. Die Produkte stehen ja hinter mir. Du hast ja auch einen schönen Spiegel mit drin. Und ja, das finde ich ganz praktisch. Das werde ich jetzt alles mal verwenden. Wir fangen an mit dem Bronzer. Und zwar gehe ich hier rein. Es ist eine schöne Farbe. Ein bisschen rotstichig, aber wir gucken mal. Ich klopfe erstmal ab, vorsichtig. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in den Blush aus Versehen mit reinkommt. Ups. Der ist wirklich sehr, sehr zart pigmentiert. Und nicht unbedingt mein Lieblingsbronzer, weil er sich halt nicht so direkt wusch verblenden lässt. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Bei Bronzern hat man das manchmal, dass wenn du einen Bronzer aufträgst, merkst du, okay, der ist geil, weil der halt direkt sich mit deiner Haut verbindet. Ja, ich verblende sowas auch immer gerne hinter meinem Ohr. Hast du auch irgendwo eine merkwürdige Stelle, wo du dein Make-up aufgibst? Schreib es mal unten in die Kommentare. So, der Bronzer sitzt, ist aber wirklich sehr dezent, ne? Also, mein Fall ist es nicht. Muss ich gestehen. Und er ließ sich halt wirklich schwer auch überhaupt aufbauen, einblenden, wie auch immer. Das war gar nicht so leicht, da überhaupt dieses Ergebnis zu bekommen. Naja, dann nehme ich mir jetzt einen Pinsel von Karl Lagerfeld und Model Co. Das ist ein Rougepinsel und gehe hier vorsichtig in den Blush. Oh ja, Kickback. Wow, der staubt. Und gebe mir vorsichtig auf meine Bäckchen. Und da das ein romantisches Make-up wird, dürfen die Bäckchen auch gerne etwas mehr mit Blush bedeckt werden. Doch das Blush gefällt mir, das hat eine schöne Farbe und es passt auch gut zum Augen-Make-up, das ist toll. Den Blush ziehe ich auch immer ein bisschen hoch hier bei mir, halt auf die Stellen, wenn ich rot werde, wo ich rot werde. Na gut, dann müsste ich mein ganzes Gesicht rot anmalen, das mache ich auch nicht, ne? Naja, aber halt so, das ist so der Hauptbereich, wo ich dann rot werde. Ich weiß nicht, ob das am Primer liegt oder an dem Rouge an sich. Es scheint einen minimalen, ganz, ganz leichten Glow zu haben. Nur ganz dezent. Und das gefällt mir gut. Und dann highlighten wir uns mal ein bisschen mit dieser Highlighterfarbe. Oh mein Gott, das ist staubig. Aber was rauskommt, ist dezent. Oh nee, lässt sich aufbauen. Lässt sich schön aufbauen, okay. Das verteile ich mir immer so ein bisschen auf der Augenbraue, ein bisschen unter der Augenbraue und natürlich hier auf der Schläfe. Ja, also man kann den Highlighter aufbauen, wenn man es noch extremer haben will. Aber ich denke, so für einen Romantic Look, für einen Date Look reicht das auf den Augen auf jeden Fall. Dann noch ein bisschen auf die Nasenspitze, um ein bisschen niedlicher das Ganze zu gestalten. Den Rest dann auf dem Nasenrücken ein bisschen abstreifen oder abtupfen oder wie auch immer. Ich gehe ein bisschen noch nach oben. Ne? Dann gebe ich mir schön was auf meinen Pinsel, gebe mir das auf mein Lippenherz, um die Lippen einfach so ein bisschen voller gleich aussehen zu lassen und ein bisschen hier aufs Kinn. Highlighter sitzt, ich glänze vor mich hin, ich liebe es. Ich liebe es, wirklich. Und jetzt, wo ich den ein bisschen aufgebaut habe, klack, Entschuldigung, sieht es doch ganz gut aus. Das gefällt mir. Super. Trottel. Ich werde euch retten. Ich werde euch mit Alkohol pressen. Und dann werdet ihr wieder vereint sein. Herr Doktor, wir haben Verletzte. Ein Rettungswagen. Schnell, schnell. Lassen wir die romantische Stimmung jetzt weiterhin da sein. Auch wenn wir jetzt kleine Verluste zu
vermerken haben. Naja, auf jeden Fall nehme ich jetzt hier Sheer and Shine Essence in der Farbe 16, einen Lippenstift. Der sieht ziemlich cool aus. Ja, also ich würde sagen, der passt auch wohl zum Look und das ist dann jetzt auch tatsächlich der fertige Look. Wir werden das Ganze jetzt noch einmal mit Fixing Spray fixieren und nehmen dafür von Trended Up das Expert Fixing Spray. Und lassen die Texturen sich nochmal miteinander verbinden. Dann transformieren wir mal eben kurz. Zack. Und das ist jetzt der fertige Look, würde ich mal so sagen. Ja, ne? Also, ich finde es ganz cool. Ich finde, es sieht ganz schön aus. Ich finde die Puder Foundation schön, aber etwas zu hell, muss ich gestehen. Den Primer finde ich super. Die Lidschattenpalette finde ich super. Die anderen Produkte kannte ich schon. Und ja, Leute, ne? So könnte ich jetzt echt auf ein Date gehen, ne? Ich glaube, ich frage meinen Freund mal, ob er gleich ein Date mit mir haben möchte. So, ihr Lieben, hinten seht ihr auch die Uhr. Es ist 21:45. Ich habe das Make-up mit euch drauf gemacht um 3:30. Das heißt, das Make-up ist jetzt ungefähr 6 1/4 Stunden drauf. So könnt ihr das nochmal aus der Nähe betrachten. Also die Palette ist gut. Die hat echt gut gehalten. Ja, die Mascara hat sich oben etwas abgestempelt. Ich muss auch sagen, ich habe mir sehr oft ins Gesicht gefasst. Dementsprechend, ja, dass der Lippenstift, man kennt ihn, dass der Lippenstift abgegangen ist, ist klar. Und ich habe gegessen, deswegen sieht man hier so einen geilen Rand. Wie geil ist das denn? Was zum Henker ist das? Man sieht hier so einen richtigen Clownsrand, ne? Okay, also dafür ist die Foundation dann nicht so gut, weil man sieht einfach voll den Rand wie bei Homer Simpson. Perfekt. Ja, ansonsten gefällt mir das Make-up noch ganz gut. Es hat sich ein bisschen abgesetzt, ein bisschen abgetragen. Ich weiß gar nicht, was ich hier an der Nase habe. Da ist ein schwarzer Punkt. Ich denke, da ist ein bisschen Mascara oder so runtergekommen. Ja, ansonsten Blush sitzt. Alter, Belly, der sitzt sowas von. Der Bronzer sitzt noch, der Highlighter ist noch da. Also von daher hat sich das Ganze ganz gut geschlagen, muss ich gestehen. Ich gehe noch mal so ein bisschen mehr nach hinten, dass man das dann auch richtig im Licht sieht, ne? Weil ihr habt das ja auch im Licht gesehen, wie ich das geschminkt habe. Hier oben hat sich das ein bisschen abgetragen, die Foundation, aber ansonsten hat die sich ganz gut geschlagen. Doch, finde ich cool. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du es noch nicht gemacht hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde mich mega freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!